Hallo und herzlich willkommen hier bei UBI Tested. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Das Wetter wird langsam besser und auch schöner. Und aus dem Grund habe ich mir ein sehr schönes Auto für euch besorgt. Und zwar aus dem spanischen Seat-Konzern. Und hier steht er, der neue Seat Leon. Den Seat Leon bin ich persönlich ja schon privat gefahren, 6 Monate. Da findet ihr übrigens auch unten in der Videobeschreibung den Link dazu. Heute möchte ich mir aber das neue Modell anschauen für euch, und zwar auf der neuen MQB Evo Plattform. Was hat sich verändert? Wie viel Platz hat er jetzt? Was steckt hier unter der Haube? Wie fährt er sich? Und kommt das spanische Temperament mit Golftechnik denn wirklich gut zur Geltung? Das wollen wir heute einfach mal herausfinden, wenn ihr dran bleibt. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Das Video zu liken und zu teilen sehr gerne, aber vor allem zu kommentieren unten in der Kommentarbox. Eure Meinung ist mir wichtig. Also würde ich sagen, wir starten mit der Videovorstellung zum Seat Leon E-Hybrid. Viel Spaß! Schauen wir uns zunächst einmal den Seat Leon von außen an, und ich finde, es ist ein wirklich schönes Auto geworden, was wir hier vor uns stehen haben. Die Scheinwerfer, sehr schön dynamisch, so ein bisschen verjüngend, Richtung Kühlergrill verlaufend, voll LED hier verbaut. LED-Scheinwerfer sind auch serienmäßig beim Seat Leon an Bord, leider aber keine Matrix-LED-Scheinwerfer verfügbar. Finde ich ein bisschen schade, hätte ich mich gefreut, wenn die auch noch verfügbar wären. Wir haben hier die sportliche FR-Line, erkennbar immer so an diesen matt-grauen Einlagen, die wir hier haben, oder hier das matt-grau um den Kühlergrill. So eine kleine Spoilerlippe hat er hier auch noch bekommen. Der Front-Assist-Radar oder Abstandsregelradar, der ist hier unten untergebracht, ist jetzt nicht einfach irgendwo hinter dem Logo versteckt beispielsweise, sondern den sieht man auch. Wenn wir uns den Wagen dann einmal von der Seite anschauen, der Wagen ist 4,37 Meter lang und 1,45 Meter hoch und hat einen Radstand von 2,68 Meter, und damit ist er 7 cm größer der Radstand als der VW Golf 8, denn er nutzt bei dem modularen Querbaukasten der Evo-Version die verlängerte Version, die auch der Kombi hat, der Sportstourer, und somit soll dann natürlich auch mehr Platz hier im Innenraum herrschen. Ob das der Fall ist, das schauen wir uns gleich an. Was jetzt an der Seitenlinie auf alle Fälle auffällt, wir haben hier wunderschöne 18 Zoll Räder, aber der Wagen wirkt so ein bisschen, ja, aufgebockt fast schon, würde ich sagen. Hier ist doch sehr viel Luft im Radkasten. Woran liegt es? Ja, weil wir einen Plug-in-Hybriden haben und weil der Akku eben da unten drunter geschützt werden soll. Somit haben wir zwar eine sportliche Fahrwerksabstimmung aufgrund der sportlichen FR-Line, aber keine Fahrwerkstieferlegung. Hier vorne im Kotflügel befindet sich die Ladeklappe, die den Typ-2-Stecker beherbergt. Damit wird dann der Plug-in-Hybrid an der Wallbox oder Steckdose zu Hause mit Strom versorgt. Die Außenspiegel haben ebenfalls noch eine mattgraue Abdeckung, wobei die persönlich hier bei dem schwarzen Lack leider kaum rüberkommt. Schwarze Fensterleisten haben wir hier, große Fensterflächen, ein großes Panoramadach haben wir hier noch verbaut. Die Schokoladenseite des neuen Seat Leon jedoch ist
für meine Begriffe das Hack geworden. Und warum? Nicht nur einfach wegen dem Seat Leon Schriftzug, der hier so in Schreibschrift unten schön draufgeklebt wurde. Nein, sondern wegen diesem Voll-LED-Rücklichtern und diesem durchgängigen LED-Leuchtenband, was so vollflächig über die gesamte Breite geht. Das schaut sehr, sehr cool aus, ist toll animiert, wenn man in der Nacht zum Auto kommt, hat auch Wischblinker so gesehen, also laufrichtungsgebundene LED-Blinker verbaut und lässt den Leon doch sehr dominant auf der Straße erscheinen und auch ein tolles Nachtbild ergeben. Aber jetzt wollen wir erst einmal schauen, wie sich so die Platzverhältnisse geben, und als erstes beginnen wir mit dem Kofferraum. Die Heckklappe des Seat Leon öffnet bei einem Griff hier ins Seat Logo schön weit. Da passe ich gut drunter mit meinen 1,78. Wir haben eine sehr hohe Ladekante, die wirklich hier so überhalb der Knie liegt und fast schon auf Hälfte vom Oberschenkel. Das heißt, da müssen die Gegenstände schon recht hoch gewuchtet werden. Der Kofferraum an sich ist etwas kleiner als beim normalen Hatchback, weil wir hier den Plug-in-Hybriden haben und die Antriebsbatterie sich unterhalb des Kofferraums und der Rücksitze befindet. Aber werfen wir einen Blick erst einmal gemeinsam hier hinein. Die Rücksitzlehne ist im Verhältnis 1/3 zu 2/3 umlegbar. Wir haben auch eine Mitte, eine Durchreiche. Wenn wir den Teil umlegen, ergibt sich eine schön ebene Ladefläche und die 1191 Liter können wir komplett ausnutzen. Dass wir 110 Liter weniger Stauraumvolumen zur Verfügung haben, sehen wir dann spätestens bei einem Griff hier an die Matte, denn einen doppelten Laderaumboden gibt es hier nicht. Lediglich da unten ist das Tire-Fit-Kit untergebracht. Mehr Platz ist hier leider nicht mehr. Seat gibt uns ab Werk ein 220 Volt Kabel für zu Hause mit Ladeziegel. Das Typ 2 Ladekabel, das hier noch mit dabei ist, kostet leider Aufpreis. Würde ich mir wünschen, wenn das eigentlich auch noch ab Werk vorhanden ist. Ansonsten haben wir noch zwei kleine Taschenhaken und die Möglichkeit, hier unser Erste-Hilfe-Kit unterzubringen, sowie Verzurrösen, um Ladegut hier vorne an 4 Punkten festzumachen. So viel zum Kofferraum. Jetzt wollen wir aber mal schauen, was sich auf der Rückbank getan hat. Auf der Rückbank fällt natürlich sofort auf, dass der verlängerte Radstand der MQB Evo Plattform hier wirklich viel Platz auf der Rückbank bietet. Wir sehen, der Sitz ist auf meine Größe von 1,78 eingestellt und ich habe hier jede Menge Kniefreiheit. Meine Füße kann ich wunderbar ausstrecken. Kopffreiheit habe ich hier im Seat Leon auch perfekt. Da fehlt sich gar nichts. Die Kopfstütze gehen ausreichend weit nach oben hinaus. Wir haben eine Mittelarmlehne hier, die wir ausklappen können mit zwei Cupholdern, also schön bequem. Und wir haben eine 3-Zonen-Klimaautomatik hier bei der FR-Line bereits serienmäßig an Bord. Das heißt, wir können hier hinten die Temperatur regulieren, haben Luftaustritte und zwei USB-C-Anschlüsse. Dafür doppelter Daumen nach oben. Und unsere kleinen mitreisenden Fahrgäste, die können hier hinten mit ISOFIX an den Außenbahnen wunderbar untergebracht werden. Der ISOFIX-Haken versteckt sich hier so ein bisschen in dem Polster. Das ist ein bisschen unschön gelöst. Das ist eine kleine Frickelei, wenn man da öfter den Kindersitz rein und raus befördern muss, dann wird das ein bisschen unangenehm. Ein weiterer positiver Punkt in meinen Augen ist diese schöne Polsterung, die wir hier haben. Wir haben hier Leder und Mikrofaser mit schönen orangenem Stitching teilweise drinnen. Gefällt mir unheimlich gut und man sieht auch, dass die Rückbank hier angenehm ausgearbeitet ist für diese äußeren Fondpassagiere. Es sitzt sich angenehm auch von der Lehnenneigung her. Da muss ich sagen, alles einwandfrei und man merkt, hier ist der Leon richtig erwachsen geworden. Aber jetzt schauen wir nach vorne links. Vorne Platz genommen sitze ich auf Sportsitzen hier in der FR-Line. Die sind ordentlich ausgeformt, bieten guten Seitenhalt, gute Abstützung im Rückenbereich. Bisschen schade persönlich finde ich, dass die Schenkelauflage leider nicht ausziehbar ist. Aber für meine Statur jedenfalls passt es so ohne Probleme. Das 3-Speichen-Lederlenkrad ist in Höhe und Tiefe sehr weit verstellbar und da findet jeder wirklich die optimale Position hinter dem schönen Lenkrad.
Kopffreiheit trotz Panoramaglasdach ist bei mir in Ordnung. Bei mir ist aber der Sitz auch etwas höher eingestellt. Ich habe immer noch eine Faust nach oben. Kopfstütze lässt sich natürlich auch angenehm weit verstellen. Das passt. Die Sitzverstellung hier im FR ist bei mir elektrisch auf meiner Fahrerseite mit Memory-Funktion. Finde ich auch gut. Plus Lordosenstütze elektrische. Also da ist langes Reisen auf den Sitzen auch problemlos möglich. Und jetzt werfen wir mal einen Blick hier in den Innenraum. Der Blick fällt im neuen Seat Leon auf die voll digitale Ausrichtung dieses Fahrzeuges. Im Gegensatz zum alten Seat Leon hat sich hier wirklich wesentlich was verändert. Der neue Seat Leon ist Always On. Das kennen wir mittlerweile schon aus dem Volkswagen-Konzern. Der VW Golf 8 war ja das erste Fahrzeug, das den modularen Infotainment-Baukasten dritte Generation eingeführt hat. Skoda hat diesen dann mit dem Octavia übernommen, hat ihn aber leicht verändert mit ein paar physischen Tasten. Und wie schaut es im Seat Leon aus? Hier hat man quasi den Golf recht gut kopiert oder hat eigentlich alles quasi vom Golf so übernommen, hat sich da jetzt nicht so viele Gedanken darum gemacht, wie die Bedienung abgeändert werden sollte für den einzelnen User hier, sondern man hat sich hier darauf beschränkt, dass man das Lenkrad ein wenig modifiziert. Doch fangen wir mal so ein bisschen hier mit der Fahrerperspektive an. Wir haben ein digitales Kombi-Instrument, das ab der Ausstattungslinie FR oder Excellence serienmäßig verbaut ist. Hat dann 10,25 Zoll Größe und hat eine sehr schöne Auflösung, was mir gefällt. Die Bedienung funktioniert dann über das Lenkrad. Wir haben hier zwei Tasten, die dafür wesentlich dafür sind, was wir an Inhalten uns in die jeweiligen Tuben hier links oder rechts hinzuholen können. Wir fangen einfach mal an und schauen mal. Mit der View-Taste können wir uns die vorkonfigurierten Displays anzeigen lassen. Da sehen wir dann einfach mal, welche Anzeigen es gibt. Eine beruhigte Anzeige gibt es ebenfalls oder die klassische Tubenansicht. Wir haben aber auch die Möglichkeit, uns die Anzeigen hier noch weiter zu spezifizieren oder zusätzliche Informationen zu holen, indem wir dann hier auf die linke Tube eben hier rüber gehen und dann können wir die Inhalte hier auch noch entsprechend auswählen. Wir können es auch komplett löschen, dann sehen wir, dass die Tube komplett erscheint. Gehen wir auf die rechte Anzeige, dann sehen wir, dass hier auch noch ein kleines Pfeil aufgeht. Das heißt, wir können da nochmal nach rechts rüberklicken und dann können wir hier eben zum Beispiel auch die Sender auswählen fürs Radio. Oder eben die Inhalte sich verändern. Was haben wir denn da sonst noch? Zielführung können wir uns da noch reinholen. Da haben wir noch einen Kompass, da haben wir noch Android Auto. Oder eben wieder den Radiosender oder wir blenden das Ganze wieder aus. Dann haben wir eben klassische Rundtuben. Schauen wir uns mal an, was dann bei den anderen so ausschaut. Da sehen wir es auch. Alles gelöscht. Dann wird die Karte hier größer. Oder eben wir holen uns hier eine Information mit hinein. Beispielsweise den Bordcomputer. Dann wird sich das eben etwas reduzieren, die Ansicht. Ich finde es ganz gut gemacht. Die Auflösung gefällt mir. Ich finde es auch schön, dass man eine sehr hohe Anzeigevielfalt haben kann. Aber es überfordert vielleicht den einen oder anderen zunächst einmal in seiner Gesamtheit, wie man das Ganze dann gestalten kann und gestaltet. Das Lenkrad an sich, drei Speichen, sehr schönes, feines Leder hier, Glattleder, perforiert an der Seite, unten abgeflacht, typisch FR auf der Spange. Wir haben jetzt mehr Tasten hier drinnen auf der linken Seite, Travel Assist und Tempomat sowie die Lautstärkenregulierung. Auf der rechten Seite, wie gesagt, Bedienung Bordcomputer, die Lenkradheizung, übrigens die Lenkradheizung eine Empfehlung, definitiv zu ordern, dreistufig, kann einem sogar die Pfoten wegbrennen. Finde ich eine gute Geschichte. Dann Lichtschalter ist ja auch mittlerweile AD. Dafür gibt es die bekannte Lichtinsel auf der Seite. Und dann kommen wir in die Mittelkonsole hinein. Ein 10 Zoll Display, auch hochauflösend. Hier hat man auch eben sich so ein bisschen überlegt, so eine Mischung aus dem VW Golf und dem Skoda Octavia hat man hier gefunden. Man hat hier eine schöne Leiste, wo man eben viele Sachen direkt sieht. Wie man sieht, auch mit Annäherung. Also ich gehe jetzt gar nicht drauf. Das ist sogar noch ein Annäherungssensor, der hier noch mit drauf ist. Temperatur der Klimaanlage kann auch hier ganz gut angepasst werden, wenn wir uns das wünschen. Es gibt aber auch ein spezielles Klimamenü. Das sehen wir hier. Da auch nochmal die Möglichkeit der Lenkradheizung
oder eben das Frosten, Defrosten von den Frontscheibe oder Heckscheibe oder das Zuschalten der Air Conditioning. Dann haben wir eben hier noch die Möglichkeit, die Frontklimatisierung zu aktivieren oder zu sperren und das sogenannte iClimate. Das ist ein cleveres Klimasystem. Hier brauche ich einfach nur andrücken, was ich denn möchte. Ich sage, okay, mir ist gerade an den Füßen warm, dann drücke ich halt einfach und sage, ich möchte gerne meine Füße gekühlt haben. Also wird jetzt die Lüftung so angepasst, dass eben frische Luft unten auf die Füße kommt. Freie Sicht ist relativ klar. Das ist ganz praktisch, wie ich persönlich finde, solche iClimate-Sachen. Dann haben wir noch dieses Air Care, also eine automatische Umluftkontrolle. Finde ich auch gut, sollte man auch stets aktivieren. Ist ein Aktivkohlefilter hinterlegt und da werden dann die Schadstoffpartikel rausgefiltert automatisch. Kommen wir aber hier nochmal zur Ansicht. Wir haben hier wieder, wenn wir auf den Menü-Taster gehen, die Möglichkeit, hier diese Kacheln wieder zu sehen. Und auch da können wir immer so ein bisschen durchseppen. Das ist ganz nett. Wir können uns aber auch diese Kacheln entsprechend anpassen, wie man es so kennt. Und wo einem dann, sage ich jetzt mal, der Favorit eher liegt. So, dann haben wir auch die Möglichkeit, hier die klassischen Apps anzuzeigen. Sehen wir die einzelnen Apps quasi wie auf dem Smartphone, was wir nutzen können. Und hier sind dann auch nochmal Schnellwahloptionen, die können ebenfalls konfiguriert werden, wie man will. Hier unten der kleine Seat Leon steht für Fahrzeugeinstellungen. Gehen wir drauf, geht sogar das Licht an. Finde ich sogar ganz schön animiert, gefällt mir gut. Hier haben wir also die Möglichkeit, die ganzen Assistenzsysteme auszuwählen, welche wir haben. Verkehrszeichenerkennung, Ausstiegswarnung, Side Assist. Also hier ist das Fahrzeug auch mit dem Fahrassistenzpaket XL ausgestattet. Das heißt, wir haben hier wirklich alle Assistenten an Bord, die man sich vorstellen kann. Ausparkassistent, tote Winkelüberwachung, adaptiver Tempomat. Und wir haben auch den sogenannten Travel Assist. Der Travel Assist sorgt dafür, dass er anhand der Verkehrsdaten, Verkehrszeichenerkennung und Navikarten berechnet und erkennt, was ein Tempolimit kommt, eine Kurve kommt und dann auch entsprechend das Tempo anpasst. Ist sehr entspannt. Dann sind wir hier schon bei den Drive Profiles. Das heißt, wir können unser Fahrzeug so konfigurieren vom Fahrwerk her, wie wir es haben. Hier ist das adaptive Dämpfersystem verbaut, was ich auch euch empfehlen würde. Hier habt ihr die Möglichkeit natürlich auf Eco, Komfort, Normal und Sport sind vorgefertigte Parameter. Oder wir gehen auf Individual. Das können wir dann so konfigurieren, wie wir es wollen. Hier sehen wir auch das Fahrwerk. Das können wir dann hier so, wie es uns beliebt, über die vorgefertigten Parameter Komfort, Normal und Sport noch mal ein wenig hinaus variieren. Dann auch die Lenkung können wir uns anpassen. Normal oder Sport. Ich fahre jetzt gerne ein bisschen sportlicher. Den Motor, wie er anspricht. Das Abstandsregeltempomat, wie schnell es wieder auf die jeweiligen Abstand regelt. Klimaanlage, Normal, Eco und dann das Ganze zurücksetzen. Also hier habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, echt viel durchzuspielen. Darunter, und jetzt sitzen wir ja in einem Plug-in-Hybrid, das Batterie-Management-System. Wir sehen jetzt, hier ist die Batterie beispielsweise leer mit 1% nur noch. Das heißt, da ist nichts mehr. Er tut zwar immer wieder ein bisschen Energie rekuperieren und dann auch entsprechend die Batterie füllen. Wir können aber auch den Batteriestand eben halten lassen oder wir können ihm sagen, er soll bitte, jetzt macht er den Motor an, während der Fahrt die Batterie auf 20% laden. Ist natürlich der ineffizienteste Modus, den man wählen kann. Damit braucht der Motor dann einfach mal so rund 13 Liter Sprit, um die Akkubatterie zu füllen. Wer das braucht, um eventuell natürlich in eine Umweltzone elektrisch reinzufahren, der muss dies tun. Ansonsten solltet ihr natürlich stets über den Anschluss laden. Wenn genügend Energie ist, fährt er auch immer im elektrischen Modus los und nutzt soweit möglich die elektrische Energie, soweit er denn kommt. 61 Kilometer werden laut WLTP versprochen. In der Praxis sind das dann, wie wir erfahren haben, zwischen 40 und 45. Wir haben auch noch eine ambiente Beleuchtung. Das ist hier eine durchgehende Leiste, die sich hier über erstreckt. Und da können wir dann auch entsprechend unterschiedliche Farbschema durchgehen oder wir können das Ganze auch entsprechend individuell gestalten. Finde ich auch sehr gut gemacht. Diese ambiente Beleuchtung hat auch noch einen weiteren zusätzlichen
zusätzliches Gimmick, und zwar übernimmt es auch noch die tote Winkelwarnung. Da geht dann hier eine LED in Gelb an, wenn ein Fahrzeug sich im toten Winkel befindet, und einen Ausstiegsassistenten, wie bei Audi schon bekannt, den Side Assist. Das heißt, die Leiste leuchtet rot. Wenn ich jetzt die aufmache und es steht jemand im toten Winkel, dann wird mir das Ganze hier optisch angezeigt. Ja, dass der Slider hier unten für Temperatur leider nicht beleuchtet ist während der Fahrt, ist in meinen Augen das größte Fail, und da hoffe ich, dass bald mal nachgebessert wird, denn das hier sieht man in der Nacht halt schlicht und ergreifend eigentlich gar nicht. Da ist dann ein Tippen oder ähnliches bisschen ad absurdum geführt. Die Sitzheizung würde man übrigens mit so einem Zweifinger aktivieren. Hier ist komischerweise zwar eine Lenkradheizung verbaut, aber keine Sitzheizung in dem Fahrzeug. Vielleicht ist es doch noch ein spanisches Sondermodell. Lüftungsaustritte haben wir hier. Der Warnblinkschalter ist gut untergebracht. Hier in der Mitte finde ich gut. Darunter haben wir dann zwei USB-C-Anschlüsse. Da lädt auch das Handy gleich noch zusätzlich induktiv. Apple CarPlay funktioniert mittlerweile übrigens wireless. Android Auto lediglich über das Kabel. Darunter dann der kleine Stick für das by wire arbeitende Getriebe, 6-Gang Doppelkupplung hier verbaut. Startknopf, der pulsiert dann auch sehr schön, wenn der Motor aus ist, und dann pulsiert er so ein bisschen rot. Das sehen wir jetzt sehr schön, nach dem Motto: Erwecke mich bitte zum Leben. Der Schlüssel liegt hier drinnen, schwarz hochglänzend. Auch keine Veränderung gegenüber dem VW Golf beispielsweise oder dem Seat Skoda Octavia. Ist ein schöner Schlüssel, schaut ganz nett aus. Schwarz-Hochglanz könnte nur ein bisschen verkratzen mit der Zeit. Dann haben wir noch die Parkbremse elektronisch und Auto-Hold-Funktion sowie die Entriegelung der Zentralverriegelung. Einen großen Cupholder, einen kleinen Cupholder. Dahinter eine verschiebbare Rücksitz. Eine verschiebbare Armauflage, Entschuldigung, die wir auch öffnen können. Da ist dann auch nochmal ein kleines Ablagefach mit 12 Volt Anschluss und USB Anschluss, oder? Nee, Entschuldigung, nur 12 Volt, pardon, habe ich mich vertan, sogar nur ein 12 Volt Anschluss. So, jetzt habe ich aber hier mir schon so ein bisschen den Mund fusselig für euch geredet, deswegen gehen wir jetzt auf die Straße und schauen, was der Wagen kann. Aber bevor wir das tun, habe ich ganz vergessen, schauen wir unter die Motorhaube. Jetzt. Im Seat Leon E-Hybrid arbeitet hier unter der Motorhaube der bekannte 1,4 Liter Vierzylinder Turbomotor. Den sehen wir hier auf der linken Seite. Der hat eine Leistung von 110 kW und 250 Newtonmeter, wird gekoppelt mit einem 85 kW Elektromotor, sodass wir eine Systemleistung in der Spitze haben von 150 kW und 350 Newtonmeter. Das reicht für einen Standardsprint von 7,4 Sekunden auf Tempo 100 oder 220 Stundenkilometer Topspeed auf einer freien deutschen Autobahn. Der Benziner, wenn er denn arbeiten muss, arbeitet sehr ruhig und angenehm, sehr vibrationsarm, und lediglich, wenn man ihn wirklich komplett ausdreht und die Leistung voll abruft, dann wird er im oberen Drehzahlbereich durchaus etwas lauter und gerne auch etwas knurriger. Das kennen wir aber ja schon aus dem 1,4 Liter TSI, als er noch normal verbaut wurde und nicht an die elektrischen Aggregate angekoppelt wurde. Beim Verbrauch sieht es so aus: Wir haben hier eine Antriebsbatterie mit 12,8 Kilowattstunden maximalem Fassungsvermögen. Die braucht locker 3 Stunden 45 an einer Wallbox mit 3,6 kW maximaler Ladeleistung, bis sie wieder voll ist. Oder eben über den Haushaltsanschluss sind es dann eben mal zwischen 6 und 7 Stunden, bis der Wagen wieder voll geladen ist. Die elektrische Reichweite gibt Seat an mit knapp über 60 Kilometern nach WLTP. In der Praxis bin ich zwischen 40 und 45 Kilometer gekommen. Jetzt bei Temperaturen so knapp über dem Gefrierpunkt meist. Beim Verbrauch sieht es so aus: Wenn man den Wagen entsprechend mit vollem Akku fährt, dann liegt der Verbrauch ungefähr bei 3,5 Litern Sprit, wenn man eine längere Strecke fährt. Aber schaut mal da unten ins Verbrauchsvideo, was ich euch verlinkt habe, unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr die beiden Fälle, einmal mit voller Antriebsbatterie und einmal mit leerer Antriebsbatterie, auf unsere Verbrauchsrunde. Und dann seht ihr mal den kleinen Verbrauchsunterschied. Ich bin ihn jetzt vorwiegend gefahren mit leerer Antriebsbatterie, weil meine
Ladesäule leider kaputt war und ich zu Hause auch keine Möglichkeit hatte, ihn zu laden, kam somit auf knapp über 5,5 Liter im Schnitt. Und damit finde ich, ist das eigentlich immer noch sehr ökonomisch. Jetzt genug der Worte, ab ins Auto, auf die Straße und da gibt es den Fahrbericht. Auf der Straße macht der Seat Leon E-Hybrid durchaus Spaß beim Fahren. Sorgt aufgrund der sportlicheren Federdämpferabstimmung dafür, dass vielleicht etwas weniger Komfort zu spüren ist als bei den Modellen vom Skoda Octavia oder beim VW Golf. Trotz adaptiven Dämpfer auf Komfort bleibt hier einfach immer eine Grundstraffheit vorhanden, die man so einfach bei Seat grundsätzlich gewohnt ist, denn die Spanier wollen ja ein eher fahrdynamisches Fahrzeug haben und das haben sie auch mit dem Leon E-Hybrid sehr gut umgesetzt. Das Fahrzeug bleibt lange neutral in Kurvenfahrten, hat einen hoch angesiedelten Grenzbereich. Die Lenkung ist mir persönlich ein Tick zu indirekt, zu wenig Rückmeldung, vielleicht auch zu leichtgängig. Dafür aber dann in der Stadt sorgt das Ganze für einfaches Handling. Und auch Ein- und Ausparken ist natürlich mit so einer leichtgängigen Lenkung gar kein Problem. Des Weiteren sind die ganzen Fahrassistenzsysteme hier, unter anderem natürlich der Travel Assist, allen voran wirklich eine Erleichterung im Alltag. Das Fahrzeug passt automatisch die Geschwindigkeiten, den Verkehrszeichen oder aber bereits vorausschauend an. Man bekommt eine kurze Hinweis, Achtung, Kreuzung, scharfe Kurve und er gibt gleich ein Tempolimit. Und wenn ich gar nichts mache, dann passt er automatisch die Geschwindigkeit für die jeweilige Situation entsprechend an. Kommen wir zum Ende des Videos und zum Fazit mit dem Löwen. Aber nicht hier mit der Katze, sondern mit dem Seat Leon E-Hybrid. Optisch ein echt richtig tolles Auto. Gefällt mir unheimlich gut und wäre auch mein Favorit unter den Derivaten Golf 8, Skoda Octavia oder eben hier der Leon. Der Leon ist auch immer noch der günstigste von den dreien. Aber was heißt denn günstig? 35.080 Euro ist der Einstiegspreis für den Leon E-Hybrid. Den gibt es aktuell laut Preisliste nur als FR oder Excellence. In der günstigeren Style-Variante soll er noch folgen. Der Sportstourer kostet 1.345 Euro Aufpreis. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen über den Rand schauen, was kostet denn der Golf mehr? Wenn man beide ausstattungsbereinigt, so wie diesen hier gegenüberstellt, der hat einen Listenpreis von 44.280 Euro, so vollgestopft, wie der unser Testwagen ist, würde der Golf 4.500 Euro mehr kosten. Das ist schon mal ordentlich. Für die 4.500 Euro würdet ihr aber bei Seat oder beziehungsweise den Cupra E-Hybrid bekommen mit 245 PS Systemleistung statt eben 204 PS. Würde ich aber jetzt einen Plug-in-Hybriden nehmen? Vermutlich nicht. Trotz der Förderung von 7.177,50 Euro wäre er günstiger als der ETSI, also der Mild-Hybrid mit 1,5 Liter Hubraum. Würde ich persönlich aber trotzdem mich für den Mild-Hybrid entscheiden. Warum? Ganz einfach, ich kann zu Hause nicht laden, müsste auf ein öffentliches Ladenetz zurückgreifen und die Ladezeit von fast 4 Stunden öffentlich zu laden, das wäre es mir persönlich leider nicht wert. Wer eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat und zu Hause laden kann, für den ist natürlich so ein Plug-in-Hybrid sicherlich gut. Oder aber ihr seid Geschäftswagenfahrer und wollt den günstigeren Versteuerungssatz mitnehmen. Jetzt dürft ihr mir aber unten in die Kommentarbox schreiben, für welchen ihr euch entscheiden würdet, Golf, Octavia oder Leon und vielleicht sogar beim Leon für welchen Antrieb. Ich sage vielen Dank fürs Reinschauen, Reinklicken und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, jetzt bitte noch abonnieren und damit meine Arbeit ein wenig honorieren. Und ansonsten bleibt mir noch, euch einen schönen Tag zu wünschen. Tschüss und Servus, euer Ubi.